Hi, darf ich dich kurz einmal anfilmen hier? Ja. Das wird auf YouTube landen am Ende. Selbstverständlich. Ja, cool. Ich bin auch praktisch schon Fan der ersten Stunde. Ich kenne auch deinen alten Bus, den Bustaff. Ja. Der ist mal damals, glaube ich, zu Bruch gegangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Richtig, der ist mir so ein großes 7,5 Tonnen Wohnmobil gegen die Türe geballt, ja. Okay. Das hat sich dann erledigt. Bist du dann direkt eigentlich auf diesen MAN, ist es jetzt, glaube ich, ne? Genau. Also ich hatte ja zu der Zeit schon noch einen Nissan Terrain. Okay. Ja, mit Dachzelt und so weiter. Den hatte ich dann noch eine Weile, aber ich habe dann relativ schnell quasi dann die Versicherungssumme von dem Bustaff genommen. Okay. Den als Anzahlung für den hier zu holen. Ja. Es hatte sich halt auch einfach einiges verändert in der Hinsicht, dass ich mittlerweile sehr viel auf unseren Workshops unterwegs bin, auf Messen unterwegs bin. Ja. Und gerade das mit diesem kleinen Fahrzeug dann teilweise schon ein bisschen. Ja, da ist doch schon bequemer als ein Dachzelt auf jeden Fall. Das in jedem Fall und auch mit dem T5 war das ja so, das war ja ein Sommercamper eigentlich, ne? Ja. Eckküche hinten draußen und so weiter. Und wenn jetzt irgendwie im Januar auf der CMT auf dem Parkplatz stehst, dann wird es irgendwann ungemütlich. Wird das irgendwann ungemütlich und vor allem jetzt hier sich die Hose im Stehen anziehen zu können, ist natürlich sehr komfortabel. Sehr komfortabel, ja. Darf ich aber ganz kurz reinfilmen? Ja, sehr gerne. Komm rein. Steig mal hoch. Bitte. Sehr cool, ja. Also diese Decke, muss ich ja wirklich sagen, die fasziniert mich ja. Das ist echt Holz hier. Ja, 200 bis 300 Jahre alt, war wahrscheinlich mal ein Abbruchschuppen, wurde im Holzhandel nochmal thermisch behandelt, damit keine Ungeziefer drin sind. Aber jedes Brett erzählt eine Geschichte. Ja, das hat wirklich viel. Das ist ein Kart, absolut. Wie lange hast du gebraucht, um das Fahrzeug umzubauen? Ah, ich bin noch dran, komme jetzt ins dritte Jahr. Aber ich baue immer so phasenweise aus. Das heißt, ich baue mir ein bisschen was zur Seite, baue dann wieder eine Woche, spare dann wieder den nächsten Ausbauschritt an. Ja. Letztes Jahr habe ich fast gar nichts gemacht. Also man hätte das wahrscheinlich, wenn man Vollzeit dran gegangen wäre, diesen Ausbaustatus wahrscheinlich in 4 Monaten erreicht. Ja. Okay, aber du hast da noch viele andere Sachen zu tun. Richtig. Von daher. Okay, das, ich sehe gerade, das ist eine Automatik auf jeden Fall, was du hast. Genau. Was ist da für eine Maschine drin? Das ist eine 2 Liter Maschine mit 85 PS. Ja. Ein Allrad, hat sonst ein Assistenzsystem. Relativ viel, außer irgendwelche Pieps-Geschichten, die mag ich nicht. Okay. Genau, aber sehr solides Fahrzeug. Ist aber auch eigentlich tatsächlich auf einer VW-Basis gebaut. Genau. Also der Crafter und der TGE sind baugleich. Ja. Es unterscheidet sich einzig und allein am. Okay. Und ich muss aber sagen, den MAN finde ich natürlich auch cooler. haben halt nicht so viele. Ja, also für mich war das Ausschlaggebende eigentlich eher so der Service-Gedanke. Weil MAN halt ein sehr, sehr enges Werkstattnetzwerk hat. Ja. Du siehst an der Autobahn, wenn man darauf achtet, dass man wieder zweiten, dritten Autobahnausfahrt, siehst du so ein MAN-Schild. Ja. Du hast halt 24/7 Service. Absolut. Das ist ganz cool. Das ist ein großer Vorteil. Und ganz ehrlich, ich persönlich fand es irgendwie auch ein bisschen charmanter, anstatt in einem Showroom in der LKW-Werkstatt zu laufen, um das Auto zu konfigurieren. Aber das ist halt ein persönliches Ding. Aber ist Geschmackssache und natürlich auch, wo man besser angeboten bekommt. Sehr davon abhängig, welchen Verkäufer man da will. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ja, das, was diese Arbeitsplatte hier, das ist auch Massivholz tatsächlich? Oder? Das ist eine Dreischichtplatte. Das heißt, wir haben etwa 1 cm dickes Altholz und dahinter sind nochmal 2 Schichten Holz querverleimt, damit es einfach nicht sich verzieht, wenn es mit der Luftfeuchtigkeit oder Temperatur sich was ändert. Ja. Und dann hat eben immer schön auf Gärung gearbeitet, sodass eben dieser massive Look hier zustande kommt, genauso wie oben mit diesem massiven Balken, wie er scheint. Das ist aber eigentlich ein Fach. Ist also eigentlich nicht so massiv wie so. Ja, ich habe gerade gesehen, du hast dich hier für Induktion entschieden, nicht für Gas, wie das so oft der Fall ist. Richtig. Was war da der Hintergedanke? Zum einen habe ich eine unbegründete Aversion gegen Gas. Ich weiß, dass das sicher ist und dass es da keinen Grund für gibt, aber irgendwie wollte ich das jetzt einfach mal probieren. Und natürlich als Busbuster wollen wir natürlich auch verschiedene Erfahrungswerte. Ja. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das mal auszuprobieren, ob das funktioniert. Ich kann sagen, ja, es funktioniert, wenn du bereit bist, Konsequenzen dafür zu tragen. Die da wären große Batterien, viele Solarpanels, großer Wechseldichter, große Solarladewege, dicke Kabel. Also wenn man rund ums Jahr im Auto sein möchte und so wie wir so 3-4 Tage autark sein möchte mit den Batterien, ohne dass Sonne reinkommt, ist das eine 10.000 Euro Entscheidung. Okay. Ja. Wenn man jetzt auf Campingplätze fährt, wahrscheinlich nicht das große Problem, dann kann man sich einfach an den Landstrom
Hecken da und ja, hat man das Ganze dann nutzen, glaube ich. Aber so, ja, wenn man halt vor Tag schon mal wird schwierig. Gut. Ich bedanke mich erstmal für das ganze Interview. Gerne. Spaß weiterhin auf der Messe. Vielen Dank. Danke, dass ich hier einen Einblick erhaschen durfte. Sehr gerne.